Hallo und da sind wir wieder bei Dej Zetavianer in Jaroslav. Und allem Anschein nach haben wir hier gerade Nachtzeit. Womit kann man sich nochmal... Ich habe vergessen, womit man die Uhr benutzt. Könnte ich jetzt eigentlich kurz mal nachgucken, wo wir gerade Nacht haben. Der Server ist auch gerade ziemlich leer, muss ich sagen. Ich spiele eigentlich generell lieber auf leeren Servern, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man einem anderen Spieler begegnet. Wir haben jetzt zwar zwei Waffen, aber wo ist jetzt diese Uhr? Night Vision, Binoculars sind... Ach du Scheiße, Binoculars sind B. Aha. Watch. Oh. Wer hätte das denn ahnen können? Wir haben es jetzt 10 nach 6. Sehe ich das richtig? Oder halb 2? Nee, 10 nach 6 muss das sein. 10 nach 6 Uhr abends. Wahrscheinlich. Denn sonst könnte es ja unter Umständen schon wieder hell sein. Liegt hier irgendwas rum? Sieht nicht so aus, aber Loot dürfte dann auch gleich spawnen. Unter Umständen, ich höre Zombies. Ich hoffe, da ist niemand, der gerade Aggro gezogen hat. Das heißt, der Zombies da angelockt hat. Denn sonst wäre ja jemand in unserer Nähe und das wäre mir nicht ganz so lieb. Da ragt ein Baum ins Gebäude rein. Hier sieht man die Blätter so ein bisschen. Am Boden des Obergeschosses. Weil wir gerade von Geschoss reden, wir haben ja ganz viel Munition mittlerweile. Für drei Waffen, Makarov. Der Zombie war. Heilige Scheiße. Die kommen doch nicht etwa gleich hier rein. Da haben wir gar nicht recht. Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Letztes Mal wollten wir eigentlich in eine Vollwache rein. Aber haben das dann nicht mehr gemacht, weil ich jemanden in unserer Nähe vermutet habe. Der jetzt natürlich weg ist. Wir sind hier nur. Oh, zwei Leute. Dark Angel ist auch wieder mit von der Partie. Der andere Spieler auf dem Server. Aha, der war letztes Mal ja schon da. Bei der letzten Session von Dej Zetavianer. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal hier rüber zur Feuerwache. Ist ein Tor schon auf. Können jetzt natürlich Pech haben, dass der Dark Angel hier drin ist und uns dann über den Haufen zu schießen versucht, was sehr unfreundlich wäre von ihm oder ihr, aber vermutlich ihm. Denn unter den Spielern ist die Männeranzahl, denke ich, schon ein bisschen höher. Und das liegt jetzt nicht an der Art des Spiels, sondern an meiner persönlichen Erfahrung. So, da ist nichts drin. Im Moment ist noch nichts gespawnt. Deswegen könnten wir eigentlich nochmal irgendwie kurz Pause machen und weitergehen. Weil da waren wir schon drin in der. Ach, stimmt, wir sind aus der Richtung hier gekommen. Da hinten sind wir schon durchgelaufen. Da waren wir jetzt in der Bar, jetzt waren wir in der Feuerwache, jetzt können wir eigentlich da mal in der Halle gucken. Auch wenn das meiner Erfahrung nach einer der gefährlichsten Orte in einer Stadt ist, in der Nähe von, wie hieß die Stadt noch? Novi Sobor in Tschernarus. War ja auch so eine Halle, da wurde ich mal richtig schön weggesnackt. Von einem Typen, den ich noch nicht mal sehen konnte. Ah, hier. Dings seht ihr? Lara. Beziehungsweise Airport.
Da werden wir jetzt auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht ist da ja was. Vielleicht liegt da was rum. Vielleicht liegen da schöne Waffen rum. Könnte ja theoretisch sein. Ist ja jetzt kein großes Teil, aber ja, ein kleiner Airport. Im Großen liegt generell mehr rum. Mir kommt es fast vor, als wäre ich schon mal hier gewesen. Ja, das die letzte private Session, die ich gemacht habe, da bin ich auch an so einem Airport, ja, krepiert, sag ich mal. Das war bei Krasnostov. Auf einer anderen Insel. Ich sehe Lichter. Laufen wir erstmal hier rein. Ah, ups. Da, so. Haben wir den ausgeschaltet? So, und die Tür zugemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob der irgendwas für uns dabei hatte. Nein, hatte er nicht. Das finde ich ziemlich schade. Und enttäuschend. Dieser asoziale Zombie hat uns nichts mitgebracht. Schade, aber was haben wir? What the fuck? AKS Cobra. ich bin jetzt leicht versucht, das Teil hier mitzunehmen. Obwohl wir für die Enfield so viel Muni haben jetzt. Und dafür haben wir. Gucken wir doch mal, was. 30 Round AK, davon haben wir schon mal was gefunden. Im Rucksack haben wir die Enfield. Nee, Quatsch, nicht die Enfield, sondern die Winchester, die würde ich auch gerne behalten. Die Enfield ist ja. Naja, ich würde mal sagen, wir tauschen die Waffen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und der nächste, der vorbeikommt, freut sich dann über eine Enfield. Beziehungsweise, wo wir ja schon, ich würde einfach mal sagen, wir holen die Winchester raus und tun die AK in den Rucksack. Denn, ja, die ist zwar ein bisschen besser gegen Spieler, denke ich mal, obwohl die Winchester ist auch sehr, sehr gut. Die Winchester ist eigentlich das beste Gewehr überhaupt. Ich meine jetzt Gewehr im Sinne von Nicht-Maschinengewehr. Die sehen immer noch wunderschön aus. Mit dem Lehrerkostüm. Die Winchester ist echt cool. Ich mag die echt gerne. Vor allem bei der Z natürlich. Schauen wir uns mal um. Es scheint. Ja, ich glaube, ich habe mich mit der Uhrzeit doch vertan. Es war nicht 10 nach. Es war nicht 10 nach 6 abends, sondern 10 nach 6 morgens. Jetzt wird es nämlich langsam hell. Auch nicht schlecht. Haben wir ein bisschen von der Morgendämmerung. Hier liegt nichts. Da vorne liegt nichts. Gucken wir nochmal da vorne in den anderen Hangars. Müssen wir uns bloß da vorsichtig bewegen. Damit uns hier keiner wegsnackt, obwohl es ist nur einer da. Das sollte uns auch nicht zur Leichtfertigkeit verleiten. Was haben wir denn hier? Müll. Super. Habe ich ja noch gar nicht gefunden. Wollen wir auch nicht mitnehmen. Lohnt sich nicht zu sammeln. Ist nicht selten genug. Da vorne liegt was? Nee, da vorne liegt nichts. Hier liegt auch nichts. Hier liegt tatsächlich nichts. Oder?
Nee. Oder? Nee. Oder? Nee. Nee. Weiter. Und steht ein Zombie. Ach, Kacke. 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 Ach, Kacke, Mensch. Aventur, kannst du nicht mal. Ah. Mensch. Scheiße, 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 scheiße. Beziehungsweise. Ach, hör doch auf. Hör auf, mir nachzulaufen. Ich hab kein Geld für dich. Das ist ja eine sehr unschöne Situation, finde ich. Persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr seht wahrscheinlich gerne, wenn ich von komischen Typen verfolgt werde. Kann man in den Bunker rein? Das wüsste ich jetzt mal kurz gerne. Vielleicht ist das ja irgendwas Neues, was ich noch nicht kenne. Nein, kann man nicht. Da könnte man natürlich hoch, aber... Das wäre mir viel zu gefährlich. Die Zombies würden uns an der Leiter einholen und uns dann fertig machen. Ich würde mal sagen, wir suchen jetzt die nächste Straße. Ich glaube, die ist da vorne. Sieht fast danach aus, ja. Unsere Körpertemperatur ist ganz gut. Essen müssen wir irgendwann wieder. Ist ja klar. Ja, da vorne ist die Straße. Genau, hier vorne. Cool, Windräder. Kannte ich bisher noch gar nicht. Und hier haben wir auch eine Straße und dann ordnungsgemäßen Seitenstreifen. Wie man aus der Fahrschule, aus dem Fahrunterricht weiß. Für langsame Fahrzeuge und Pannen. Ich meine nämlich auch gerade meinen Führerschein, nicht nur mein Abi, auch meinen Führerschein mache ich noch. Viele von euch, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind als ich, vielleicht so 16, 17, haben den vielleicht schon. Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, das heißt nicht länger gedauert, ich habe erst später angefangen. Und den mache ich dann auch bald. Neben dem Abi, nebenher. Es war nicht ganz einfach, aber man muss sowas organisieren können und ich bin natürlich genau der Richtige dafür, um sowas nebenher zu organisieren. Denn ich bin der Organisationsprofi Nummer 1. Ihr kennt mich ja. Aber trotzdem habe ich das irgendwie geschafft. So, schade, schade, dass wir kein Auto dabei haben. Weil wir keins gefunden haben. Da hinten ist irgendwas. Vielleicht ist es auch nur eine Kurve mit irgendwelchen Straßenschildern. Ich kann es nicht genau erkennen. Die Landschaft... ist ein bisschen eckig und weiß im Hintergrund. Es macht aber nichts. Denn wir können uns gerade nicht so auf die Landschaft konzentrieren, wenn zwei Zombies hinter uns herlaufen. Und wir es uns nicht leisten können, uns umzudrehen. Aber da vorne ist ein Scheune oder sowas. Brennt da was? Ah, da wird die Straße breiter. Da kommen zwei Spuren zusammen. Das ist ja cool. Das ist eine Brücke. Wir könnten die Straße mal in der Richtung abgehen. Aber es wäre bestimmt auch nicht schlecht. Jetzt kommen wir an eine größere Straße. Wir sind auf einer größeren Straße. Da rechts geht eine Straße ab. Da hinten ist auch irgendwas. Das wäre eine Möglichkeit, da lang zu gehen. Dann haben wir hier noch auf der linken Seite ja halt die Brücke mit anderen Straße. Könnte man rübergehen und dann da in der Richtung zurücklaufen zu der einen Scheune und was da immer noch sein kann. Das ist eine Tankstelle. Ich würde mal sagen, wir könnten da eigentlich so einen kleinen Bogen machen zur Tankstelle. Und dann uns vielleicht da reinstellen, die Zombies eben killen und
uns dann ein bisschen freier bewegen, da wir vielleicht zur Straße zurück und dann mal überlegen, wo wir dann weiter hingehen wollen.